bin Andreas Böttger, ich bin 38 Jahre alt, komme aus Greiz und bin Streetworker. Ich habe mit Daniel Katscher zusammen die Idee für Rock für ein Bundesvogtland entwickelt, um gegen die rechten Tendenzen hier im Vogtland anzugehen. Und da wir nicht gegen was sein wollen, sondern für was, machen wir ein Festival mit verschiedensten Musikarten, um die Leute davon zu überzeugen, dass es doch besser ist, nicht recht zu sein. Ich bin Kreisvorsitzende der Jusos Kreis. Ich bin Sally Saling, Vorsitzender der Jusos Vogtland. Und wir haben uns heute zusammengetan, um auch überregional im Prinzip ein Zeichen für Toleranz, Weltoffenheit und Vielfalt zu setzen. Denn wir finden, im Vogtland und nirgendwo ist Platz für Nazis, für Rechtsextremismus und für menschenfeindliches Gedankengut. Ich bin vom Deutschen Gewerkschaftsbundesamt Gera und vertrete heute hier den Stand vom DGB Greiz und vom Roten Bündnis Greiz und vom Verein Aufenthalt. Wir bemühen uns immer da zu sein, wo es notwendig ist, was gegen Nazis zu machen. Und hier im Vogtland und gerade in Greiz hat sich ja gezeigt, auch in den Wahlen, dass es da ein ganz großes Potenzial gibt. Und deswegen sind wir auch hier, um Gesicht zu zeigen und natürlich auch den Leuten unsere Angebote zu zeigen, einerseits die gewerkschaftlichen Angebote, aber andererseits auch zu deutlich zu machen, dass wir gegen Neonazis sind und für ein tolerantes und buntes Zusammenleben. When I was a young and angry boy, I went from pop to pop. But I was always the grandest I could be. Yeah, so either way back home and I decided to find some peace. I'll blow me for a cheap money. Es gibt nichts Wichtigeres, als dafür einzutreten, irgendwie, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft werden. Wer das überdrüssig ist, irgendwie, sorry, euer Problem. Ich mag das so, wie es ist und ich habe keinen Bock auf die Faschos und auf die rechte Scheiße. Rock für ein Bundesvogtland wäre nichts ohne dem Trägerverein Wie wäre Leben für Vielfalt und Courage. Ein Verein aus Blauen, der sich zum Ziel gesetzt hat, für Toleranz, Zivilcourage und Demokratie im Vogtlandkreis einzutreten. Wie wäre, hat heute eine kleine Aktion, Gesicht zeigen für ein weltoffenes Vogtland. Daniel und Andreas, ohne die beiden wären wir heute alle nicht hier, weil sie sind die Schöpfer dieses Festivals. Danke an die ganz vielen, vielen Helferlines, die hier rumspringen, damit das möglich ist. Und auch die Menschen, die im Hintergrund stehen. Also das heißt, hier sind auch ganz viele Männer in Schwarz, die wir so gar nicht sehen, die quasi die ganzen Tontechnik und das ganze Kladderadatsch und Lichttechnik betreuen. Ich mache es auch nur kurz und wir müssen natürlich auch der Vogtland Kultur GmbH danken, dass sie immer so mit uns zusammengearbeitet hat. Habt noch Spaß, trinkt ein bisschen und seid tolerant. We are the fierce, fierce city killer. My heart bled when we all stood up safe. What a pretty girl from a town called Marita. She crammed a bullet on the chain. The short man with a bowler head. Open the curtain and it operated the signs in a glory days. Ich bin
von der alten Papierfabrik Greiz. Wir haben ein altes Gelände in Greiz, eine alte Fabrikanlage, versuchen dort ein bisschen die bunte Kultur einzuarbeiten. Haben Proberäume, wir haben ganz viele Bands. Wir sind heute hier, um mal ein klares Zeichen zu setzen, besonders gegen Nazis. Ohne Wenn und Aber, also nutze die Zeit und du siehst das Ganze endlich klarer, denn die Zeit des Leidens bringt Erfahrung unschätzbar viel. So, mein Name ist Caroline von der CVNM-Fabrik in Reichenbach. Wir sind ein christlicher Verein junger Menschen und zum zweiten Jahr mit dabei bei Rock für ein buntes Vogtland. Das ist ja eher Spitzen für ein buntes Vogtland. Wir sind gerne dabei, weil wir glauben, dass Toleranz etwas ist, das Menschen verbindet, unabhängig welche Religion sie haben, wo sie herkommen. Und dafür setzen wir uns gerne ein und freuen uns über jeden, der vorbeikommt und uns bastelt oder auch die Hüpfburg ein bisschen tut. Martin Rudolph hat gesagt, die Bestie. Hallo, hier ist Claudia von Herzenswolle und Herzenswolle steht für bunte Vielfalt auch im Miteinander. Go, Johnny, go, go, go! Johnny, be good!
selbstgerecht und gegen jegliche Arschlöcher auf dieser Welt. Und genau dieses ganze intolerante Dreckspack richtet sich auf den nächsten Song. Weil genau das ist es, was passiert, wenn so eine Typen irgendwo, egal ob in Amerika, hier oder sonst wo auf der Welt, freidrehen. Der nächste Song heißt Worte gegen Krieg. I'm not afraid to die.